Denkt an eure spätere Rente. Drei Tipps und Hinweise für Schülerinnen und Schüler, Schulabgänger und Studenten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Eure Rente ist zwar noch ziemlich weit weg, aber ihr könnt jetzt schon mit wenigen Kniffen etwas für eure spätere Rente tun. Und zwar ohne, dass es euch einen Cent kostet. Erstens, für Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die also in Kürze eine Lehre beginnen, da gibt es so eine Übergangszeit. Und diese Übergangszeit würde normalerweise im Versicherungsverlauf zu eurem Rentenkonto gar nicht eingetragen werden. Und für eine Übergangszeit von 4 Kalendermonaten könnt ihr trotzdem von der Deutschen Rentenversicherung verlangen, dass hier etwas eingetragen wird, und zwar eine sogenannte Anrechnungszeit. Und genau diese Anrechnungszeit wirkt sich dann wiederum auf die Wartezeiten einer späteren Rente positiv aus. Und ihr werdet es nicht glauben, ihr bekommt auch für die Anrechnungszeit ein paar kleine Rentenpünktchen. Ist nicht viel, aber immerhin. Also man tut was für die Rente. Nummer 2. Ihr seid von der Schule abgegangen und habt noch keine Lehre. Ihr sucht also sozusagen einen Ausbildungsplatz. Dann meldet euch bitte bei der Bundesagentur für Arbeit. Und zwar Ausbildungsplatz suchend. Ihr bekommt dann für diese Ausbildungsplatzsuche sogenannte Anrechnungszeiten im Rentenverlauf eurer späteren Rente einmal gutgeschrieben. Und das müsst ihr natürlich dann auch der Deutschen Rentenversicherung melden. Ja, kostet euch auch wieder nichts. Bringt euch Wartezeit für eine spätere Rente und auch wieder kleinere Rentenpünktchen. Ist nicht viel, aber immerhin. Und als dritten Tipp für euch alle, Schülerinnen, Schulabgänger und auch Studenten, macht doch einfach einen versicherungspflichtigen Minijob. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Damit schließt ihr de facto viele Lücken in eurem Versicherungsverlauf und ihr macht unheimlich viel Kalendermonate gut für Wartezeiten für eine spätere Rente. Denkt bitte immer daran, ihr braucht auch Wartezeitmonate, die auch möglicherweise für eine Altersrente ohne Abschläge angerechnet werden. Da gibt es also eine spezielle Wartezeit mit 45 Jahren und da zählen genau diese Minijobs mit rein. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr solche Minijobs macht. Hat natürlich auch den positiven Effekt für euch, dass ihr ein bisschen Geld habt monatlich und für einen Minijob bekommt man auch Entgeltpunkte. Und das wirkt sich dann auch wiederum positiv in der Rente aus. Denkt also immer dran, Schülerinnen und Schüler, Studenten, Minijob machen ist eine ganz feine Geschichte. Ihr habt keine Lücken im Versicherungsverlauf, ihr bekommt eine höhere Rente. Lernen, studieren und nebenbei noch einen kleinen Job machen und dann Spaß haben, sozusagen keine Probleme bei der späteren Rente haben. Näheres zu diesem Thema findet ihr auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche euch allen eine rentenstarke Woche. Euer Rentenberater Peter Knöppel.